In unserem vorherigen Video haben wir euch gezeigt, was bei Wahlen so alles schieflaufen kann. Aber nicht nur wie in Deutschland. Wir haben ein ziemlich gutes Händchen für Wahlpannen und Aufreger. Wir werfen in dieser Fortsetzung mal einen Blick über den großen Teich oder etwas näher über den Ärmelkanal und checken besonders schlagzeilenträchtige Wahlaufreger der letzten 20 Jahre. Und so viel kann ich schon mal sagen. Schuld sind nicht selten hochkomplexe oder eben unterkomplexe Wahlsysteme, die mitunter ein Update bräuchten. Ich bin Daniela und ich sage Hallo zu einer neuen Folge Zweifelsfrei. Wir erklären euch Zahlen und Statistiken. Wir erinnern uns, Berlin hatte die Latte in Sachen Wahlpannen zuletzt ganz schön hochgelegt. Und wer jetzt denkt, naja, das muss man ja erstmal toppen, kein Problem, das kriegen wir hin. Denn echte Wahlaufreger, die hat natürlich nicht nur Deutschland zu bieten. Das beweist zum Beispiel die US-Präsidentschaftswahl aus dem Jahr 2000. Der demokratische Vizepräsident Al Gore, der kam mit 48,38% auf mehr Stimmen. Aber George W. Bush von den Republikanern, der wurde schlussendlich neuer Präsident. Wie ist das möglich? Naja, das Wahlsystem ist schuld. Denn Menschen in den USA, die wählen ihr Staatsoberhaupt nicht direkt, sondern die sogenannten Wahlleute. Die Anzahl der Wahlleute, die unterscheidet sich stark von Staat zu Staat, je nach Größe und Bevölkerungszahl. Und entscheidend sind dann die dicken Fische, also die Staaten, die viele Wahlleute bringen, wie zum Beispiel New York, Texas und Kalifornien. Ja, und so kann es passieren, dass jemand Staaten mit vielen Wahlleuten knapp gewinnt, viele kleine, aber mit großem Abstand verliert und trotzdem schlussendlich der Gewinner ist. The winner takes it all sozusagen. 2000 war es aber noch ein bisschen kniffliger. Floridas Wahlleute alleine brachten die Entscheidung. Da lagen die Kandidaten so knapp beieinander, dass neu ausgezählt werden musste. Das finale Ergebnis der Wahlcomputer, nur noch etwa 300 Stimmen Unterschied pro Bush. Dann wurde begonnen, per Hand auszuzählen. Es folgte so ein ewiges Hin und Her zwischen dem Justizministerium und dem obersten Gerichtshof von Florida. Die manuellen Nachzählungen, die sahen Gore vorne. Ja, und dann haben die Republikaner geklagt, erfolgreich vor dem Supreme Court und weitere Zählungen damit verhindert. Fader Beigeschmack, in den USA werden Richterinnen und Richter auf Lebenszeit durch Präsidenten ernannt. Und es folgt der Logik, dass sich die politischen Lager quasi ausgleichen sollen. Es kommt aber vor, dass die einen Präsidenten mehr Richter als andere ernennen können. Donald Trump zum Beispiel, der brachte es auf 3, Obama auf 2 und Biden gerade mal auf 1. Ja, und während des Urteils 2000 war das Gericht mehrheitlich mit Personen besetzt, die auf republikanische Präsidenten zurückgingen. Apropos Trump, auch bei der 58. US-Präsidentschaftswahl zwischen ihm und Hillary Clinton am 8. September 2016 hat das demokratische Lager rund um die ehemalige First Lady übrigens wieder den sogenannten Popular Vote gewonnen, und zwar mit einem noch viel deutlicheren Stimmplus als Gore 2000. Clinton erhielt über 2,86 Millionen Stimmen mehr und kam auf rund 48%, Trump nur auf ca. 46%. Die Demokratin, die wurde aber trotzdem nicht das erste weibliche Staatsoberhaupt der USA, weil das Ergebnis bei den Wahlleuten dieses Mal dann doch recht deutlich ausfiel. Trump sicherte sich mit Ausnahme von Kalifornien und New York die Mehrheit in fast allen entscheidenden Staaten und kam auf 306 der insgesamt 538 Wahlleute. Hillary kam nur auf 202. Eigentlich ein klarer Ausgang, was die Verteilung der Wahlleute angeht, aber trotzdem gab es natürlich wieder hitzige Debatten, reichlich Zoff und juristische Nachspiele. Speaking of Wahlen, welche ist denn die erste Wahl, an die ihr euch bewusst erinnert oder bei der ihr sogar richtig mitgefiebert habt? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und bei der Gelegenheit könnt ihr auf unserem Kanal ja auch mal den Like oder den Abo-Button anwählen. So, und jetzt mal weg vom recht komplizierten US-Wahlsystem und hin zu den Unterhauswahlen in Großbritannien. Das System der Briten, das ist recht simpel. Im Land gibt es 650 Wahlkreise. Ja, und wer die meisten Stimmen in einem Wahlkreis erreicht, der gewinnt den Sitz. Tendenziell unfair, weil häufig deutlich weniger als 50% der Stimmen genügen und der Rest quasi einfach verfällt. Den Negativrekord, den hat Alastair MacDonald im nordirischen Belfast aufgestellt, denn ihm reichten gerade mal 24,5% für einen Sitz im britischen Parlament. Die Logik hinter diesem Wahlsystem, naja, die Regierungsbildung so einfach wie möglich zu gestalten, was jedoch tendenziell die großen Parteien begünstigt. Darum gewinnen in Großbritannien zumeist Labour oder die Konservativen meist einen Großteil der Sitze, und Koalitionen sind eigentlich extrem unüblich. Frei nach dem Motto, tausche eher unfaires Wahlsystem gegen eine stabile Regierung. Aber selbst das klappt nicht immer. 2010 zum Beispiel erhielten die konservativen Tories 47% der Sitze mit nur 36,1%
1% der Stimmen. Sie brauchten also einen Koalitionspartner, die Liberalen. Die bekamen mit 23% der Stimmen aber nur 8,8% der Sitze. Das heißt, der Einfluss der Liberalen, der war bezogen auf die Sitze viel geringer, als die gewonnenen Prozente es eigentlich hergegeben hätten. Ja, und auch 2017 reichte es nicht für eine Alleinregierung. Wieder wurden die Tories die stärkste Partei und es kam letztendlich zur Koalition mit der nordirischen Democratic Unionist Party, kurz DUP. Problematisch dabei, die DUP, die tritt nur in Nordirland an und ist somit regional stark beschränkt, profitierte aber in diesem Fall extrem vom Wahlsystem und kam zu deutlich mehr Mitspracherecht und Einfluss, als es die bloßen Prozente hergegeben hätten. Wir können also festhalten, dem simplen Kreuzchen setzen im Wahllokal oder per Briefwahl, dem folgt oft ein zähes Ringen, das manchmal sogar noch Jahre später Justiz, Parlamente und den Journalismus beschäftigt, nicht nur in Deutschland. Nicht in einer geheimen Wahl, aber in einer spannenden Straßenumfrage hat Pablo von Follow Me Reports die Menschen in Sachsen-Anhalt gefragt, warum so viele von ihnen nicht wählen gehen. Das findet ihr hier oben. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Wahlaufreger erfahren wollt, dann schaut doch mal unser letztes Video zu Pannen und Betrügereien in und rund um deutsche Wahllokale an. Das findet ihr hier unten. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Zweifelsfrei.